Ein wunderschönes Hallo an euch da draußen. Willkommen zu dieser neuen Flohmarkt-Folge. Ja, lange ist her. Ich gehe jetzt auf einen recht großen Flohmarkt. Sah eigentlich nicht danach aus vom Wetter her. Es hat bis heute Morgen ziemlich stark geregnet, aber jetzt sind so die ersten Sonnenstrahlen draußen und was hat sich sonst noch bei mir verändert? Ich sitze nicht mehr in meinem geliebten E-Auto Enyaq, sondern den habe ich leider abgegeben und jetzt sitze ich in einem Leihwagen und hoffe, dass mein neues elektrisch angetriebene Auto dann noch Ende diesen Monat ankommt. Was es ist, lasst euch überraschen. Bin total gehypt auf dieses Auto und bekommt ihr auch mit auf diesen Kanal. Ja, nun, Freunde, genug von mir aus diesem recht kleinen Skoda Fabia. Ein 2-Meter-Mann biegt sich in ein Auto rein. Ich freue mich. Und weiter geht's dann mit dem Flohmarkt. Und ich hoffe, ich mache coole Funde. Jo. Kleiner als sonst, aber größer als ich vermutet habe. Servus. Was willst du für die zwei? Ja. Ja, für die zwei. Ah, zu teuer, weil es sind keine Originalen. Ich laufe noch mal rum und überlege es mir. Weil es sind eigentlich keine Originalen für Nintendo. Es sind die Nachbauten. 10 wäre, 10 wäre eigentlich. Aber. Mama, 12. Okay. 10, 10, 10, 10, 10. Komm, 10. 10, 10. Ich frag ihn. Eben, frag ihn. Danke. Danke dir. Mach's gut. Ciao. Ja, und ich habe dir 3 zurückgegeben. Morgen. Mach mal 3. 3,50? Mach mal 3. Na gut. Okay. Wo ist mein Geld? Da ist das Geld. Vielen Dank. Ciao. Tschüss.
5, ah, das ist 2 Euro. Also, Krog brauchst du? Nee, hab ich schon. Eins, zwei, drei, vier Euro. Alles komplett? Alles komplett? Alles komplett? Achso, diese. Alles komplett. Da. Das ist was anderes. Eine Mann freilich sein. Achso, keine Probleme. Alles USB, MP3, das ist ein Original, dem seiner. Das ist nicht Cloud oder was? Der war nein, der nämlich, der kann ich nicht besaugen, oder? Das glaube ich. Das ist ein Neues. Das ist zweimal benutzt, weil am dritten Tag hat er weggemacht. Das kommt der Auto, Schrott. Also war Auto. Das war eine Rolle, ich weiß eben nicht, aber normal sind die alle gleich. Alle gleich. Jede Frage. Das ist ja Alterung wie vom Blaupunkt, ja, wo du eingeben kannst. Kannst du raus und raus. Im Moment, Antenne. Ja, Antenne an, das ist auch so eine andere. Du. Das ist die kenne ich. Antenne an, das ist auch der andere. Oh, das ist keine Probleme, da gibt es genug überall Kabel. Antenne-Kabel. Was haben wir hier gemacht? Keine Anleitung. Oha. Jetzt läuft nochmal eine Runde. Und dann. Ja. Keine Anleitung. Also, das ist ganz schlecht. Keine Anleitung. Fünf Cello. Bitte? Fünf Festes. Na, kann ich nicht machen. Nee, ich gebe dir nicht her. Dem gebe ich nicht für 3, 4, 5 Euro. Das gebe ich nicht her. Und das gebe ich auch nicht. Das kostet nochmal 16 Euro. Da kann ich nochmal 8 oder 7 Euro machen. Aber mehr will ich nicht. Pass auf, 5 Euro mache ich Ihnen. Jetzt pass auf, 5, 5 sind 10. Plus 5, 15. Das hier. 20. 5 Euro bringe ich immer los. Mama 4, komm, Mama 4. Nee, Mama 20. Aber das ist geschlossene Gesellschaft. Oh, ich komme da niemand dran. Da ist ein Originaladapter dabei, noch Gameboy, Gameboy Color und alles. Kostet 180. Ich habe noch mehr. Aber der kostet Geld. Alles klar. Deswegen mache ich mal zu. Ich habe Geld los in der Gesellschaft. Du kommst schön, du guckst uns alle raus und fertig. Alles klar. Hey, ich danke dir. Bitte, keine Probleme. Tschüss. Ciao, ciao. Ja, Freunde, Flohmarkt ist zu Ende und ja, ich habe was gefunden. Ganz zufrieden bin ich nicht, weil ich habe jetzt festgestellt, dass ein Spiel nicht komplett ist, aber ja, mein Fehler. Was ich gefunden habe, Harvest Moon für das 3DS. Einmal die Geschichte hier. Alles, was ich euch zeige, hat mich insgesamt 35 Euro gekostet. Wie gesagt, es ist okay, es ist jetzt nicht der Brüller, aber wie gesagt, ja, kann man mal machen. Codename Steam für das 3DS, einmal bitteschön. So, komm, fokussiere einmal hier, genau, Dingens. Ja, dann habe ich bekommen zwei Remote-Controller. Ich glaube, dass die Teile, ja, nicht die Originalen sind, aber 5 Euro für ein Stück in neu. Das ist in Ordnung. Ja, weiter geht's mit Xiande Resurrection für die PlayStation 2. Bitteschön. Dann auch für die PlayStation 2 Asterix und Obelix XXL Teil 2 Mission Las Vegas.
Dann eines meiner Lieblingsfilme hat einen genialen zweiten Teil gekriegt, Blade Runner, und der zweite Teil ist der Blade Runner 2045 auf Blu-ray. Und das letzte Spiel, ich glaube, ich habe es eigentlich nur gekauft wegen dem Cover, ist Gumball 3000 für die PlayStation 2. Ich glaube, ich habe es nur gekauft wegen ihr. Ja, Freunde, daheim habe ich noch auch noch zwei, drei Neuzugänge bekommen. Was das ist, seht ihr dann anschließend auch gefilmt mit dieser tollen Kamera. Wenn man glaubt, es gibt nur einen Flohmarkt, nee, es gibt noch einen zweiten Flohmarkt. Lasst uns mal zusammen darüber laufen. Servus. Salut. Was willst du die drei haben? Na, ein Angebot, komm. PSP 369. Boah, das ist ja knallhart. Okay. 250, 5,57. Okay, Entschuldigung, tut mir leid. 2, 4, 6. Okay. 15. Nein. Wenn du so anfängst. Nein. Oh, nee, Spaß, was kommt. 9 Euro. 10 und 40. 10 und 40. Ah, du machst mich fertig. Ein Blatt Papier habe ich. Ja, das ist auch schon gut. Vorne sind auch noch PSP, gell? Glaube ich. Hast du noch? Ich glaube, du müsstest ja noch drin sein. Was hast du noch? Musst du vorne schauen. Was da ist. Verdammt, wie konnte ich das übersehen? Ja, ich glaube, da ist noch was. Okay. Wie soll ich bleiben, gell? Servus. Oh, PSP-Spiele. Ja. Was hast du gekauft, wenn ich fragen darf? Oh, sehr gut. Ich habe letztens auch so einen Stapel gekauft. Wrestling und Silent Hill und... Gamecube habe ich hier nochmal eins. Also zwei in dem Sinne. Ja. Und sonst sind hier halt noch ein Mischmasch, die zu wichtige Sache. Genau. Aber ich habe gedacht, Dragon Ball geht immer, One Piece geht immer. Genau. N64 geht immer. Eben. Das ist leider Gottes die Player's Choice. Das ist, ja. Was will ich dafür haben? Ein 30er wollte ich schon haben. Schau mal in mein ganz schockiertes Gesicht. Was wird's da sein? Nicht. Wenn ich das sag, erstichst du mich mit dem Lötkolben. Wieso? Ich hätte jetzt die Hälfte gesagt. Ich sag ja, du erstichst mich mit dem Lötkolben. Nee, das mach ich, aber das wäre mir halt wenig zu wenig. Lass das mal da so liegen und mach noch mal eine Runde und überleg mir das noch mal. Okay. Servus. Servus. Was würdest du für die zwei haben wollen? Weil 3DS. Sorry. Jetzt werfe ich auch noch hin. Beide schon noch. 16 Euro. Mach mal 10. Nein. Komm jetzt. Nein. Okay.
ich komme dann gegen auf 13 machen nur, aber auf 2 oder weniger nicht. Also. Ja, Freunde, der zweite Flohmarkt, der war ein bisschen ergiebiger. Was ich bekommen habe, sind einmal PSP-Spiele. Für das, was ich jetzt euch zeige, habe ich insgesamt 29 Steine gezeigt. Ja, drei PSP-Spiele, einmal Ape Escape P, bitteschön. Dann Driver 76, dann das SpongeBob, der gelbe Recher für die PSP, bitteschön. Und dann gab es für das DS, Nintendo DS, einmal Call of Duty World at War. Bitteschön. Wenn das doch mal scharf schalten würde. Aber bitteschön, genau. Und nochmal für den DS Call of Duty Black Ops. Bitteschön. Bitteschön, okay. Dann gab es zwei Anleitungen. Einmal Donkey Kong Country Teil 3 für das Super Nintendo, dann haben wir noch Game Boy Color Tetris DX, bitteschön. Und dann gab es eine leere Game Gear Verpackung ja, mit Inlay und kompletter Anleitung. Ja, so Freunde, jetzt geht's aber definitiv nach Hause. Da sind auch noch ein paar Neuzugänge. Bis später, wir sehen uns. Freunde, ihr seht's. Daheim angekommen, gab es noch was von Super Rare Games. Super Rare Games. Das ist einmal das Necro Barista für die Switch. Dann Dicey Dungeons. Das hier. Und A Short Hike auch für die Nintendo Switch von Super Rare Games. Ja, Freunde, das war's von dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben. Bleibt so, wie ihr seid. Ich bleib's auch. Wir sehen uns. Euer Tom.